Herzlich willkommen zur Chapterverwaltung. Hier ist ein User. Dieser User hat pro Zeit verschiedene Mechs, die er verwalten kann, hinzufügen oder entfernen. Das Suchfenster lässt sich größer oder kleiner machen. Warten Feature und zusammenklappen. Der Spielermech ist extra ausgelagert. Hier aufgelistet. Es wird nicht kontrolliert, ob es der einzige Mech ist. Müsst ihr euch selber darum kümmern. Die Chapter Files sind dafür gedacht, euch Aufstellungen zusammenzustellen, den BV zu bearbeiten oder bearbeiten zu können über Pilot und ja, doch, der ist noch drin. Also von 0 bis 8 sollte da eigentlich alles gehen. Dementsprechend nach Tabelle angepasst. Und pro Zeitlinie verwaltbar. Der User hat einen Namen, eine ID in der Datenbank, weil es sind ja natürlich Datenbank unterstützt. Und er ist kein Admin. What a surprise. Leider müssen wir uns einmal neu laden. Da ist noch ein Bug. Den habe ich noch nicht ganz gefunden. So, wenn wir jetzt neu geladen haben, dann kommt aus dem Backend, also aus der Datenbank, da kommen jetzt die Mechs, die ich hier gespeichert habe. Dementsprechend für die einzelnen Areas haben wir das hier dementsprechend mit dem Tab unterteilt. Ja, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Scheiß und machen wir normal weiter.